eine Methode. Altreflektiert 100 Jahre den Kulturraum der Alpen. Dazu brechen wir einmal im Jahr zum sogenannten Alpgang auf. Eine Woche lang besuchen und untersuchen 5 bis 7 Teilnehmer einen Ort in den Alpen. Während dieser Zeit entstehen Ideen, Texte, Fotografien, Musik, Bilder. Wir nennen das die Milch. Diesen geistigen Rohstoff verarbeiten wir schon vor Ort. Das heißt, es entsteht ein Ergebnis, das diese Eindrücke zu Inhalten verarbeitet. Beides, Käse und Milch, liegen nach einem solchen Treffen unter alpgang.net bereit. Interessierte verarbeiten die Inhalte dann weiter. In den nächsten 100 Jahren soll es natürlich mehr Alpgänge geben. Die Genossenschaft sucht mehr Gruppen, die Alpgänge unternehmen. So entstehen viele neue Inhalte zu dieser Reflexion. Als Genossenschaft helfen wir, die Methode Alp und Alpgang.net auch anderen Gruppen bereitzustellen. Dazu braucht es beispielsweise eine Person, die diesen Alpgang organisiert. Und am Schluss laden wir alle Ergebnisse zum Austausch auf alpgang.net. Pro Jahr entstehen derzeit 30 bis 50 Inhalte, die zum Beispiel in einem preisgekrönten Magazin oder in einem öffentlich aufgeführten Hörspiel Eingang gefunden haben. Das Projekt endet nicht nach dem Alpgang. Jeder Inhalt besitzt einen klaren Vermerk, in welchem Rahmen der betreffende Inhalt genutzt werden kann. Wir freuen uns über Wiederverwertung in diesem Rahmen. Wir suchen natürlich auch den Übersprung von anderen und zu anderen Projekten. Alp ist eine Methode, 100 Jahre lang den Kulturraum der Alpen gemeinsam zu reflektieren. Die Ergebnisse lassen sich auf alpgang.net lesen, sehen und hören. Sie lassen sich aber auch weiterverwerten. Das fördert die Alpgenossenschaft. Und die Methode steht für alle offen, die selbst Alpgänge durchführen und ihre Inhalte unter alpgang.net einstellen wollen.